Oh. Hallihallöchen und willkommen zurück, meine lieben Tanukis, zu meinem Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir machen jetzt dann hier weiter. Wir sind ja jetzt schon im zweiten Schuljahr. Waren da schon im letzten Part sehr fleißig. Und deswegen habe ich jetzt zu der Spielstand laden gesagt. Und dann werde ich jetzt gleich den Timer aufstarten und dann werden wir weitermachen. So. Genau, wir hatten hier den Viersafttrank gelernt, mit dem wir noch so einigen Unfug anstellen können, wenn wir die Charakter besitzen. Also geht es jetzt erstmal weiter, um den Unfug anzustellen. Wir können auch mal eben unter Extras wieder einsammeln und schon das Graben anmachen. Los, führe uns und gib uns Geld. Ein Vertrauensschüler, eine Lehrerin. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier immer diese Viersafttrankkessel. Bei manchen muss ich die Sachen noch zusammenmischen. Bei manchen Kesseln. So. Deswegen haben wir das damals hier schon soweit alles vorbereitet. Wir können jetzt hier alles in Ruhe zusammenmixen. Hochladen. Na, lasst mich doch mal in Ruhe. Die Spielfiguren will ich ja gar nicht haben. So, wir brauchten ja da jemanden, deswegen gibt es auch nicht so viele davon. So, weil wie gesagt, wir haben momentan nur ihn hier. Der nehme ich ein. Havebavis. Und der die Tür hier aufmachen kann für uns. Harry blaues Hemd. So, damit haben wir Harry blaues Hemd. Das bringen wir ein paar Stats hier hinein. So, wir sehen hier jemanden stehen. Und jetzt heißt es für uns halt erstmal den Weg dorthin gehen. Hermine, mach uns den Schrank auf. Huch, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Gut, ich gebe zu, ich habe momentan noch nicht viel geschlafen. Ich hatte ein bisschen was auf meiner Mom geschaut. Ja, das wäre übrigens bei Hermine. Also gut, das passiert nicht wirklich bei Hermine, aber das ist halt eine Möglichkeit, die in dem Film passiert ist, bei Hermine. Weil ihr, wie gesagt, ihr mitgekriegt habt, wir brauchen die Perücke für diesen Viersafttrank. Also Haare der jeweiligen Person. Und in Hermine Fall ist es halt ein bisschen schief gegangen. Wir haben dir schon wieder dein Entchen genommen, das tut mir irgendwie immer so leid.
was wir hiermit nämlich machen können, ist... Na, hier drüber. Und jetzt gehe ich immer drüber. 7 und 8. Und wir haben den Stud eingesammelt. So, dann gehe ich jetzt hier runter. So, jetzt müssen wir das mit dem Rohr nämlich reparieren. Damit wir hier durch können. Huch, jetzt hänge ich mit meinem Kabel hier fest. So, was würde mir das bringen? Ach Mann. Ach ja. Wollte ich gar nicht. So macht man das. Aha, verdammt, jetzt sind wir den Millimeter zu weit. Okay, das hat uns aber noch das erlaubt zu machen. Da ist das Ding hingefahren. Gucken wir uns erstmal hier oben um. Gut, hier kommen wir nicht weiter. Sehen wir halt jetzt schon, weil wir hier nicht entlang kommen. Huch, entschuldige Jerry. Alles gut, Katze. Machen wir das mal zusammen. Holen wir uns Ratte. Ach ja, das Schiff, das heißt, das hat so schön viele Stats. Schon wieder eine wunderschöne Million. War es das wirklich, Schiffi? Beobachten wir dich mal. Weil wenn es das leider war, dann... Ich glaube, das fährt jetzt nur noch wirklich nicht her. Dann hilft es wirklich nichts mehr. Weil hier drauf kommen wir nicht. Gut. Dann hilft wirklich nichts mehr. Dann hilft es nur hier noch hier reinzugehen. Hier muss man übrigens auch aufpassen, weil wie gesagt, das Level ist mir auch schon mal abgeschmiert.
Deswegen riech ich jetzt auch mal kurz alles, was hier so normal machbar ist. Also machen wirklich nur noch das Nötigste. Wir haben die Toilette kaputt gemacht. Wie gesagt, das wäscht mit einem auch schon mal gerne ab. Das ist mir zumindest letztens passiert. Weil hier ist das, was wir halt machen. Wir mixen uns einen Viertreff-Trank. Für diese Situation halt. Wir wollten uns nämlich hier in das Sussurring-Gebiet schleichen und könnten es jetzt erfolgreich schaffen halt. 2 von 3. 3 von 3. Das Wappen haben wir. Ihr seid mit was gekoppelt. Dann mal gucken. Ja, für uns heißt es halt jetzt, diese wunderschöne Schlange ihre Sachen eher abzuluxen. Wie gesagt, meine Folge 10 nehme ich jetzt noch auf. Dann werde ich mich vielleicht doch mal eine Runde hinduseln, weil ich jetzt halt schon so lange wach bin. Aber ich sage auch, selbst wenn ich nicht mit meiner Mutter was geguckt hätte, hätte ich nicht schlafen können, weil ich, wie gesagt, ein wenig Bauchschmerzen hatte. Und das hat mich auch nicht schlafen lassen. Deswegen werde ich mal gucken, dass ich die 30 Minuten voll kriege. Wenn nicht, dann kann es sein, dass Part 10 ein kurzer Part wird. Das überlege ich mir aber noch ganz gemütlich.
Ja, wie gesagt, so genau will ich mich eigentlich gerade nicht um das Level kümmern. Er sagte, um das Level will ich mich nicht so genau kümmern. Ich weiß, dass ich nicht wahrer Zauberer geworden bin. Das ist aber, weil ich das Level da schon mal den Bug hatte, dass mir das dreimal abgeschmiert ist. Und ich deswegen einfach gesagt habe, nein, da weigere ich mich. Wirklich, wirklich eine Menge zu sammeln. Es ist auch manchmal immer besser. Ihr seht ja immer, was ich sammle. Ich muss die Stats mitnehmen. Wie gesagt, ich versuche mich hier gerade wacker durchzuschlagen, dass ich wach bleibe. Das ist ja nicht mehr so lange, es sind noch 12 Minuten. Das ist jetzt unfair, ich muss mal kurz anhalten. Ja, die schmeißt mir jetzt Sachen an den Kopf und freut sich dabei den Ast. Was ich nicht so nett finde. Tom Riddles Tagebuch steht hier. Das ist eigentlich, wie ich schon mal gemacht habe, ihr müsst es dann mit Wingardium Leviosa zurückschleudern. Und dann sie anzaubern. Das war knapp. Das war kein Gegenstand, den ich greifen konnte. Wow. Hören Sie mal, Sie freche Emma. Aua. Ich würde Ihnen kaum alles hernehmen wird. Flip und sie sind verschwunden.
Ja, wir spielen jetzt Riddle und Harry. Ich werde dich brauchen. Schrank runterholen. Ich glaube, dass da irgendwo was Wichtiges bei war. Deswegen will ich mich gerade umgucken mit den Eiräumchen, bevor ich es einpflanze. Ja, wo sie hingehört, weiß ich auch. Spiel, danke. Ich will jetzt halt nur wissen, ob hier noch irgendwas Wichtiges drin ist. Aber wie ich sie anschauen hat, nicht. Nein, du bist nicht Zerschreiber. Aber du siehst Zerschreiber aus. Wie gesagt, zur Not hole ich sie mir wieder. Ich glaube, Tom Riddle war nicht belesen genug. So. Na, wie das Blümchen sind wir nämlich hier hoch. Und jetzt muss ich das halt vorbereiten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich die aufzustellen habe, also gebe ich zu. Stärketrank. Ich bin echt müde, irgendwie werde ich dadurch echt wenig Gesprächsthema mäßig. Thank you.
So wollte ich dich nämlich haben. Wie gesagt, Tom Riddle ist nicht belesen. Harry sowieso nicht. Ich brauche den Stärketrank noch. Dann hat auch Harry nicht mehr drauf. Und wie gesagt, ich gebe zu, dass ich nicht mehr alles zu ganz 100% hier auswendig weiß, weil ich das Spiel auch weniger öfters gespielt habe als die anderen. Mal einfach weiter nach oben rasen. Huch. Gut, so falle ich in den Tod. Ich stopfe schon bei einem Sitzen ein. Entschuldigt, wie gesagt, wenn ich jetzt gerade so kommentarlos bin und eher so schon fast am Wegdösen, aber ich bin auch echt müde. Deswegen ist es einfach auch nur so ein Part, wo ich mal eben so noch mit aufnehme. Aber wie gesagt, ich werde jetzt gleich mal eben komplett eine Pause machen und wenn paar Stündchen schlafen gehen. Ach, die eine Seite, die andere Seite. So, die Cutscene lassen wir noch zu Ende laufen. Und dann ist der Part sowieso vorbei. Ihr habt es ja gerade gehört. Und dann lege ich mich hin und schlafe. Level abgeschlossen.
kein wahrer Zauberer, weil ich das beabsichtigt nicht beansprucht habe, also im Ziel gesetzt habe für mich. Wie viel Stats insgesamt seht ihr gleich? Ich sag schon mal auf Geschichte fortsetzen. So, aber ihr Lieben, ich habe ja gesagt, ich kann echt nicht mehr. Ich werde mich jetzt hinlegen, auch eine Weile schlafen und nehme dann später wieder auf. Bis später, ihr Lieben.